Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Ja, am heutigen Montag stecken uns sicherlich noch die Ergebnisse der Landtagswahlen in Brandenburg und in Sachsen in den Knochen. Und es wird sehr wichtig sein, dass wir uns mit denen auch nochmal auseinandersetzen und diese aufarbeiten und nacharbeiten. Nicht nur für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten wird es wichtig sein, sondern das ist, glaube ich, eine Aufgabe, der sich alle stellen müssen, denen der Zusammenhalt unserer Gesellschaft wichtig ist. Am 1.9., am gestrigen Sonntag, war aber auch der Stichtag für die Benennung der Kandidaturen um den Parteivorsitz der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Und es haben sich zahlreiche Bewerberinnen und Bewerber, Duos, aber auch Einzelbewerber gemeldet. Und das zeigt, ja, die Partei lebt und wir wollen Verantwortung übernehmen und wir wollen die soziale Gerechtigkeit als ein ganz starkes Thema wieder voranbringen. Wir werden einen Parteivorsitzenden, eine Parteivorsitzende oder auch eine Doppelspitze also zu wählen haben, im Endeffekt auf unserem Bundesparteitag im Dezember. Bis dahin gibt es aber viele Möglichkeiten, die Kandidaten kennenzulernen, ob auf den Konferenzen in den einzelnen Bundesländern oder ihr könnt euch als Mitglied auch beteiligen an der Online-Mitgliederbefragung. Hier könnt ihr euch bis 19. September noch anmelden. Wenn ihr die Kandidaten live erleben wollt, dann habt ihr in Rheinland-Pfalz dazu die Möglichkeit, am 10. September in Niederolm um 18 Uhr. Hier werden alle Kandidatinnen und Kandidaten sich vorstellen und sie werden Rede und Antwort stehen. Ja, ansonsten wird es aber auch eine Woche mit vielen interessanten und spannenden Terminen. Heute Nachmittag geht es erstmal weiter mit der Konstituierung des Kreistages. Das ist für mich auch ein besonderer Termin, denn ich bin nun schon 20 Jahre Mitglied im Kreistag von Altenkirchen und mir ist es auch jetzt in meiner Funktion als Sozialministerin immer noch sehr, sehr wichtig, diese kommunale Verwurzelung zu haben, zu sehen, was vor Ort geschieht, wo der Schuh drückt. Damit kann man am besten dann auch Politik machen, wenn man weiß, wo man herkommt und wenn man weiß, wie es vor allen Dingen vor Ort, im Kreis, da wo man zu Hause ist, auch wirkt. Ja, ansonsten auch hier wieder viele Termine in dieser Woche. Ich lade euch ein, seid bei Facebook mit dabei, bei Twitter, bei Instagram, auf den sozialen Medien. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen oder aber auch vielleicht sehen wir uns nächsten Sonntag auf dem Schützenfest in Betzdorf. Ein Termin, der einfach im Jahresterminplan nicht fehlen darf. Um 14.30 Uhr der große Festumzug in Betzdorf. Ich bin dabei und ich würde mich auch freuen, euch dort zu treffen. Also eine schöne Woche. Bis nächste Woche Montag. Macht's gut.